Hallo Hansa-Fans, heute vor 5 Wochen. Der FC Hansa Rostock steht auf Tabellenplatz 6 mit einem Punkt Rückstand auf den dritten. Ja, und dann kam der März 2018, ein Monat zum Vergessen. Sechster sind wir immer noch, leider mit einem bisschen größeren Rückstand nach oben. Zum Glück gibt es ja noch den Landespokal. Über diese aktuelle sportliche Situation, den Ausblick auf die verbleibenden Spiele und das ein oder andere bisher unbekannte Detail aus dem Leben unseres Linksverteidigers wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei Hansa im Team, Nico Rieble. Hallo. Nico, Dienstag Landespokal in Greifswald beim zweiten der Verbandsliga und endlich wieder ein Sieg und auch ein ganz ordentliches Spiel unserer Mannschaft. Oder wie würdest du das sehen? Ja, es war wichtig, dass wir auch einfach mal wieder gewonnen haben. Es war auch eine Pflichtaufgabe, die wir, denke ich, ganz gut gemeistert haben. Souveräner Sieg auf einem schweren Platz, schwere Windverhältnisse, so haben wir ordentlich abgeliefert. Ich fand ja ganz witzig so, beim Ein- und Auslaufen, da haben sich ja euch ja gefühlt 100 Hände entgegengestreckt, dass man quasi so mittendrin stand, nur dabei, erstmal abklatschend durchgelaufen ist. War schon ganz witzig, oder? Ja klar, ist immer schön, so ein bisschen noch näher wie im Stadion zu den Fans zu sein. Also mich lenkt es jetzt auch nicht ab. Also ich denke, Das das kann passt. man ganz gut überspielen Okay. als. Über einen Landespokalsieg dann am Tag der Amateure, in Anführungsstrichen am 21.05., brauchen wir eigentlich nicht diskutieren, weil der sollte Pflicht sein. Oder Der wie siehst du muss das? Pflicht sein, ja genau. Also es sind nur noch unterklassige Mannschaften, die müssen wir schlagen. Da ist gar keine Frage. Landespokal ist ja das eine, die Liga ist das andere. Und die Frage, die große Frage, die Hansa-Fans umtreibt: Woran hat es denn nun gelegen? Warum ist der März so blöde für Hansa gelaufen? Und die meisten spekulieren, dieser Knackpunkt lag am Paderborn-Spiel. Noch rein. Ja, ist schwer zu sagen. Auch die Spiele davor schon, wo wir gut gespielt haben und nie die 3 Punkte mitgenommen haben, waren ausschlaggebend. Und dann die vielen Spiele hintereinander, wir hatten ja, glaube ich, 7 Spiele einfach im März. Ich denke, das hat alles mitgewirkt, so dass es dann einfach eher negativ gelaufen ist wie positiv. Man hatte so das Gefühl, ist wie ein Luftballon, pff, und auf einmal ist die Luft raus, diese ganze Anspannung ist weg, ne, und dann ist einfach nicht mehr gelaufen da. Na gut, egal. Der März ist ja zum Glück vorbei, der April hat besser begonnen, jetzt auch mit dem Pokalsieg in Greifswald. Drehen wir die Uhr jetzt nochmal ganz zurück auf Anfang, auf den Anfang deiner Fußballerkarriere. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Verein und was war das für ein Verein und wie alt warst du da? Ich bin mit 5 zum SV 08 Kuppenheim, bin dann da eingetreten, habe da angefangen Fußball zu spielen. Ja, das waren so meine ersten Stationen, bis ich 9 oder 10 war. Also Genau. Kuppenheim war bestimmt nicht weit weg von dir zu Hause. Genau, Also das ist mein Heimatort, SV okay. 08 Kuppenheim, da habe ich Okay. dann gespielt. Mich hat ja überrascht, dass du überhaupt Fußballer geworden bist, weil, wenn meine Informationen stimmen, deine Mutter und dein Vater waren beides aktive und gute Handballer. Meine Mutter nicht, soweit Nee? ich weiß. Ha. Nein, aber Muss ich mal mein nicht. Vater war Ja. Handballer, genau. Und eigentlich macht man doch das, was der Papa macht, dass der einen dann mitnimmt. Nee, aber du wolltest schon immer lieber Fußball Ja, spielen. ich kann auch nicht sagen, warum das so war, aber ich war eher der Fußballer, das hat man sehr früh gemerkt und dann hat es mich eher zum Fußball gezogen. In Kindermannschaften hat man ja immer so gewisse Spitznamen, die man verteilt kriegt. Wie war deiner? Kein. Also ich hatte, glaube ich, noch nie einen Spitznamen. Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht weißt du da mehr. Ja, Also. kein Spitzname. Das ist schon interessant. Dann werde ich mal schauen, ob ich vielleicht die ein oder andere Erinnerungslücke wieder auffüllen kann. Ich habe da ein altes Bild zugeschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen Möhrmann vom SV 08 Kuppenheim, der mir das zugeschickt hat. Schauen wir doch mal. Siehst du, und jetzt ist das nämlich so. Pfeiltaste nach rechts. Wir gucken mal hier auf das Bild und der Kleine da vorne bist du. Und jetzt aber, pass mal Nico auf. Maradona Rivle. Ja, Nico Maradona dieser Rivle. Auszug sagt mir was, aber der Spitzname, der war, glaube ich, auf dem Bild das einzige Mal. Also ich kann mich daran nicht mehr so erinnern. Ja, aber warst du denn zu der Zeit so ein torgefährlicher Ja, ich war sogar Libero und bin dann so durch alle durch zu der Bis. Zeit noch. Genau. Deswegen hat irgendeiner gesagt, der macht das wie Ja, Maradona, ja? da hatte ich einige Tore, glaube ich.
und war halt trotzdem auch Libero, deswegen wahrscheinlich. Passt das. Und diese Torgefährlichkeit, die können wir natürlich untermauern. Hier ein alter Zeitungsartikel. Genau, und ich zitiere mal für die Fans zu Hause. Als überaus torhungrig haben sich die E-Junioren des SV Kuppenheim 08 in der vergangenen Saison erwiesen. Erfolgreichster Torschütze Nico Rieble, da fehlt ein E da unten, nur mit I, mit 52 Treffern. Und ich habe das mal gleich nachgeschaut, das hat nicht mal Maradona geschafft in einer Saison. 52 Tore als Libero ist ja Wahnsinn. Ja. Nicht schlecht. Gut, aber insgesamt habt ihr ja als Mannschaft sowieso viele Tore geschossen. Das waren ja hunderte, genau. hunderte Tore, die da waren. Okay, bevor wir jetzt das Thema... Wo bin ich denn da? Das ist ein bisschen... Ist der da? Nein. Ich meine, der Torschützenkönig, wenn der nicht auf dem Bild war, aber so ein alter Zeitungsausschnitt, ist natürlich schwer. Ich finde mich selber nicht. Obwohl, ich könnte das da oben... Ach, ich habe keine Ahnung. Schwer. Ich habe also auf den anderen Bildern warst du, hier, das ist Mowgli, den erkenne ich. Ja, ja. Ne? Den kleinen. Das war vom Trainer, der Sohn. Genau. Und bevor wir das Thema Kuppenheim jetzt beenden, ich habe da noch jemanden, den du ewig nicht mehr gesehen hast und ich bin gespannt, ob du den noch erkennst. Mein erster Trainer wahrscheinlich. Ja. Also hallo Hansa, hallo Arvid, hallo Nico. Es freut mich, was von dir gehört zu haben. Ich möchte mich auch in dem Sinne bei Hansa bedanken, dass sie so einen talentierten Jugendspieler wie dich aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass du da oben dein Glück machen wirst. Ich habe jetzt festgestellt, dass ihr am 15. April ein Spiel habt beim KSC. Ich habe mir jetzt auch eine Karte besorgt und freue mich mal, dann auch dich links hinten zu sehen. Was ich festgestellt habe in deiner Vita, null Assists, weder in Bochum noch in Rostock. Und ich frage mich, ob sie dir beim KSC das Torschießen verlernt hast. Ja? Ich hoffe, der neue Hansa-Trainer wird dir wieder das Offensivspiel beibringen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. Also alles Gute da oben. Tschüss, Nico. Also. Für die Hansa-Fans nochmal, wer ist das? Das ist mein erster Trainer, also zu Jugendzeiten. Er war ja, der Coach dabei war sehr intensiv mit euch mit bei und wir haben ihn für dich ausfindig gemacht in der Schweiz. Das Video ist aus der Schweiz. Aus der Schweiz, okay. Physiotherapeut in einem großen Hotel da, okay. Und war spontan total begeistert. Und eine Sache von ihm möchte ich aber aufgreifen, weil das ist mir dann auch so bewusst geworden. In Kuppenheim, da warst du ja noch die Tormaschine. Ab dem KSC, da wurden die Tore weniger. Und er fragt sich ja zu Recht, haben sie dir da das Torgehen geklaut? Wo ist das hingekommen? Ja klar, da hat man dann auch gegen bessere Mannschaften einfach gespielt. Mhm. Das wird sein. Und war das so, dass du dann beim KSC schon auf die Linksverteidigerposition gezogen wurdest? Ja, oder? Ja, ziemlich früh eigentlich. Und war ich dann Linksverteidiger. Und wer hat gesagt, das ist der Linksverteidiger, ist kein Mittelfeldspieler? Weiß nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, ne. Hat das so festgelegt, ja. Linksverteidiger ist ja auch hier deine Hauptposition. Wenn Bedarf bei uns in der Mannschaft sieht oder ist, wo könnte Pavel Dotschev dich noch problemlos hinstellen? Linker Innenverteidiger habe ich schon in der U19 gespielt. Und sonst, ja, links offensiv bin ich unter Gerd-Jan Verbeek in Bochum ein-, zweimal eingewechselt worden. Aber ich sehe mich schon eher links hinten. Also das. Und was Ralf Wolf Hernandez gesagt hat, bei ihm musstest du auch die Torwartschule durchlaufen. Das heißt also, Ersatztorwart wird auch... Ich war auch mal im Tor, an ein Spiel kann ich mich erinnern, da bin ich auch ins Tor gegangen, genau. Also wenn sich Janis Blaswig und Kai Eisele... ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, das, ja. Okay, gut. Also im Defensivverbund auf der linken Seite zumindest alles kannst du da spielen. Du darfst aber gerne auch zukünftig mal wieder die alte Tormaschine anwerfen, wenn es nach den Fans geht. Gut, über den KSC... bist du dann als 15-Jähriger nach Hoffenheim gewechselt. Und wenn man da mal so die Ergebnisse gesehen hat, das war schon eine sportlich ziemlich erfolgreiche Zeit für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte echt immer eine super Truppe, super Team, super Trainer. Also da habe ich einen wichtigen Schritt gemacht, würde ich sagen. Was waren so Erfolge, die du da erringen konntest in der Zeit? Erinnerst du dich da noch was? Ich glaube, Meister seid ihr mal geworden. Ne? Ja, deutscher A-Jugendmeister auf jeden Fall. Davor war ich U17-Spieler, wurde für ein ganz wichtiges Spiel, für den Nicht-Abstieg
für die U19. Letzter Spieltag gegen 1860 hochgezogen. Hab da auch gespielt, da haben wir 4-1 gewonnen. Das war sehr, sehr wichtig für den Verein auch. Und das ja auch, waren so meine Erfolge. Ist ja auch schön, wenn man als jüngerer Spieler tatsächlich bei so einem Leistungsverein dann noch in einem höheren Jahrgang mitspielen kann. Ne? Genau, ja. Das ist schon was. Ja, könnte man sogar mal schauen, was mich interessieren würde, ob ich da gegen Manwetsch gespielt habe. Das ist echt schon eine Weile her und das habe ich mich letzt gefragt und jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Vielleicht, also Profiklubs, die filmen das Ganze ja immer, also dadurch, dass wir da auch ein paar Kontakte haben, vielleicht kriegen wir eine Aufzeichnung, wäre ganz schön, wenn dann du den Wanne oder umgekehrt getunnelt hast. Ja, das wäre nochmal so ein Highlight, ne? Wäre mal schön zu wissen, ne? Ich habe da auch so ein Bild noch gefunden, also da von der Meisterschaft und du bist direkt da zentral in der Mitte, ne? Und wer mir da noch aufgefallen ist, ganz links, das ist doch Julian Nagelsmann. Also der Julian Nagelsmann, der inzwischen ja erfolgreicher Bundesliga-Trainer ist, ne? Und wirkt ja so von außen ein guter Mann, oder? Ja, guter Trainer. Auf jeden Fall. Also er weiß ganz genau, was er macht. Ist taktisch mit der überragendste Trainer, den ich kenne. Also hat dir also viel auch beigebracht, hast viel von ihm profitiert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ist natürlich so, dass von außen gesehen, dass er da schon einen guten Eindruck macht. Wüsste natürlich zu gerne, was er heutzutage über Nico Rieble sagen würde, wie er den einschätzt. Das wäre schon spannend. Ja, und weil wir das so spannend fanden, haben wir ihn einfach gefragt. Habe ich mir gedacht. Wir sind zusammen Deutsche Meister geworden in der U19. Er hat leider viele Verletzungen immer gehabt und war nie ganz verletzungsfrei über seine Nachwuchszeit. Er war ein außergewöhnlich guter Spieler mit einem sehr guten Körper, mit einer sehr, sehr guten Spieleröffnung und dazu ein sehr toller Mensch. Ich hatte viele schöne Momente mit ihm, hatte eigentlich nie Streit oder nie Unstimmigkeiten und von dem her blicke ich auf eine sehr schöne Zeit zurück. Seine große Stärke ist natürlich sein linker Fuß, der ist ein außergewöhnlich guten Spielaufbau und ein sehr gutes Kopfballspiel, also unglaubliche Sprungkraft und da hat auch eine gute Ruhe am Ball, also der hat schon ein paar mehr Stärken, die auf dem Platz wichtiger sind, aber neben dem Platz hat er das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck und ist ein toller Mensch, den ich da kennenlernen durfte und von dem wünsche ich ihm nur das Gute, nur das Beste für seinen neuen Club. Hi Nico, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft bei Hansa Rostock, bleib gesund und zeig denen, was du kannst. Tja, solche Worte eines Bundesliga-Trainers, das muss dir doch runtergehen wie Öl, oder? Klar, das freut mich, dass er mich auch so gut in Erinnerung behalten hat, wie ich ihn. Also, das freut er natürlich. Passt. Ich habe zum Schluss schon fast ein bisschen Angst gehabt, dass er dich zurückholen will, so wie er dich da gelobt hat. Also, bis 2020 zumindest wird das nichts. Ja, und so eine Videobotschaft eines Bundesliga-Trainers ist natürlich auch schon in all den Jahren auch für uns so ein Highlight, hat man nicht alle Tage. Daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Lorenz Kubitz, ehemaliger Pressesprecher hier bei uns. Jetzt, nicht, dass ich es falsch sage, Koordinator für digitale Medien in Hoffenheim, der uns dieses Statement ermöglicht hat. So sind die Verbindungen da. So, nach 6 Jahren Hoffenheim ging es dann für dich 2016 zum VfL Bochum. Und während halb Deutschland eigentlich Linksverteidiger sucht, waren es in Bochum zum Schluss, ich glaube, 5. Stimmt das? Ja, am Ende waren wir echt 4 oder 5 dann. Ja. Alle, die sich um eine Position kloppen und da ist natürlich schon ganz schön hart, da entscheiden wahrscheinlich. War ein bisschen bitter wegen den ganzen Verletzungen, deswegen mussten neue geholt werden. Und Bandowski war lang verletzt. Dann hatte Timo Pertl Knorpelschaden, dann bin ich mit Knorpelschaden gekommen, dann musste wieder ein neuer geholt werden für den Saisonbeginn, deswegen. Und nachher waren sie alle fit und oder halbwegs. Timo Pertl, bei uns auch bekannt, hat ja auch in Rostock gespielt. Und bei dir war es, ich habe nämlich gesehen, eine mehrmonatige Verletzung da und das war ein Knorpelschaden. Ist da was Bestimmtes passiert oder mit der Zeit erst entstanden? Nee, das ist ein Schlag gewesen aufs Knie, der dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ein Stück Knorpel rausgebrochen ist. Und das musste ich dann halt operieren lassen. Und jetzt aber bist du wieder vollständig fit. Einwandfrei, alles so verlaufen. Gut, okay. Nico, wenn man deine Leistungsdaten mal so bis ins Jahr 2010, was so zu finden war, zurückverfolgt, dann hast du in 8 Jahren, jetzt kommt's, in 8 Jahren ganze 14 gelbe Karten bekommen. Und das als Verteidiger. Also es gab Spieler bei uns, die haben das in einer Saison gekriegt. Bist du so ein braver Junge? Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich einfach mit dem Auge besser. Keine Ahnung. Ja. Weiß, wann ich wo eingreifen kann und wann es zu spät ist.
Du wirst einfach nur nicht erwischt wahrscheinlich. Ja, oder so, dabei, ne? Wie jetzt im letzten Spiel. Ja, aber das sind ja 1,5 gelbe Karten pro Spiel. Also im Prinzip braucht man bei dir keine Gelbsperre so groß. 1,5 gelbe Karten pro Saison, Entschuldigung. Also im Prinzip keine Gelbsperre in der Saison zu erwarten. Also hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja. Sehr gut. Und zum Thema braver Junge, ich habe noch ein ganz braves Bild von dir gefunden. Ja, ne, wir können ja mal gucken. Ich sehe mich mittig direkt, ja, genau. Ja, ne? Also ganz in weiß und ist das Erstkommunion? Oder? Ja, das ist Erstkommunion, ne? Genau. So, also da siehst du zumindest so aus, als wenn du kein Wässerchen trüben kannst da. Ne? Ist auch so, oder? Das ist auch so. Mit den großen Augen, guck mal in die Kamera, es ist so. Ganz und gar nicht brav bist du ab und zu im Training. Ich zitiere mal aus einem Trainingsbericht vom 18. August 2017. Der VfL Bochum muss vorerst auf Abwehrspieler Patrick Fabian verzichten. Der 29-Jährige zog sich am Donnerstag nach einem Zweikampf mit Nico Rieble im Training einen Nasenbeinbruch zu. Fabian wird sich am Montag einer Operation unterziehen. Und ich habe mich gefragt, war das jetzt unabsichtlich oder wolltest du einen auf deiner Position? Das hört sich brutal an. Also das war sogar im Kreisspiel, wo wir beide in der Mitte waren und ich... Nach hinten mit dem Kopf, ja. Er nach vorne, er hätte mich sehen müssen, hat es aber nicht und ja. Ich nach hinten und dann ist er an meinen Kopf geknallt und dann und da war so die schnell Nase, passiert's. War die Nase nicht so hart. War sie nicht mehr gerade. Und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, überragendes Kopfballspiel, hätte er ahnen müssen, ne? Hätte er wissen müssen. Wenn Hansa-Fans im Übrigen an Bochum denken, da wo du warst, dann denken sie auch an blutige Wunden. Und wenn Hansa-Fans das sagen, sagen sie immer Bochum 99. Also wenn dir diese Umschreibung mal kommt, weil 1999, da gab es so ein ganz emotionalen letzten Spieltag in der Bundesliga, wo wir 3-2 gewonnen haben, mit Platzwunden, mit Turban um den Kopf. Und ja, aber da warst du 4 Jahre alt, ja, davon konntest du noch nicht so viel mitkriegen. Aber im nächsten Jahr zum Beispiel 20-jähriges Jubiläum von Bochum 99, da wirst du noch weiterhin für uns spielen. Und es könnte ja sein, dass der eine oder andere dieses Jubiläum gebührend würdigen will. Lassen wir uns mal überraschen und dann weißt du schon Bescheid. Von Bochum bist du denn jetzt nach Rostock gewechselt? Genau. Warum Hansa Rostock? Das hat mich einfach überzeugt. Die ganze Infrastruktur, der Trainer, die Mannschaft, hatte ich Bock drauf, einfach auf Hansa Rostock und auch einfach wieder Fußball spielen zu können. Dass man wirklich sagt, ich will wieder kicken, ich will in der ersten Mannschaft spielen und mich nicht irgendwo hinten anstellen genau, müssen. Genau, genau. Mhm. Und das hat mich echt alles überzeugt. Also. Und ich glaube, ein ganz besonderer Berater hat da auch eine Rolle gespielt. Hi Nico. Ich freue mich, dass du auf mich, also deinen Berater, gehört hast und an die Ostsee gewechselt bist, in meine Heimat. Ich hoffe, du hast dich schon gut eingelebt und ich glaube, du passt gut dahin, kannst spielerisch viel einbringen und ja, ich hoffe, dass die Kogge dann bald eine Liga höher zu sehen ist und ja, das wäre schön. Und ansonsten werden wir uns sicherlich mal sehen, wenn ich da bin. Und bis dahin, alles gut. Ja, also den brauchen wir den Hansa-Fans nicht näher vorstellen. Tom, der ist bekannt, ne? Tom Hille-Weiland, bekannt und sehr beliebt, ähnlich wie sein Papa auch. Und man merkt, und auch so an deinem schmunzelnden Gesicht, ihr versteht euch schon gut. Ja, ne? Ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Von Anfang an, er ist ja auch nach Bochum gewechselt, wo ich nach Bochum gewechselt bin. Waren wir noch zusammen im Hotel und alles, also... Beides technisch starke Spieler und dann versteht man sich auch auf dem Platz. Ja, Hille, so wie wir ihn nennen, der hat ja 2 Jahre Vertrag in Bochum, ist aber ausgeliehen an Holstein Kiel und mit denen gerade auf dem Weg quasi in die erste Bundesliga. Also diese zweite Liga ist ja völlig verrückt, wenn man da auf die Tabelle guckt. Ne? Ja, also das kann man ja echt keinem erzählen, so auch mit Bochum so lange unten drin gewesen, jetzt auf einmal Sechster. Also und so kurz davor dann doch wieder abzusteigen, also... Also, ist echt sehr wild. Es kann quasi noch jeder aufsteigen, zumindest den Relegationsplatz erreichen, aber auch nach unten. Geht für viele Teams um sehr viel. Auch am Wochenende wieder lauter Abstiegsendspiele da oder Aufstiegsendspiele. Wir sind mal gespannt, wer dann in der nächsten Saison bei uns da aufschlägt. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, also bei Tom Weiland und kaputte Nase und St. Pauli-Spieler,
fällt mir da. Aber die Geschichte soll er dir mal selber erzählen. Da gab es auch was mit einer kaputten Nase. Ähnlich wie bei dir. Weiß ich nicht. Ja, deswegen, die Hansa-Fans erinnern sich bestimmt jetzt, aber das kann dir Hille mal selber erzählen. Nun haben wir jetzt eine ganze Menge über die Vergangenheit gesprochen. Kommen wir noch mal ein bisschen auf den zukünftigen Ausblick. Jetzt am Wochenende geht es zum KSC. Ist das für dich persönlich schon ein besonderes Spiel oder doch ein Spiel wie jedes andere auch? In gewisser Weise schon. Es wäre mein erstes Spiel in Karlsruhe im Wildparkstadion. Okay. Das habe ich mit Bochum nicht geschafft. Da war ich noch angeschlagen zu Saisonbeginn. Ich habe dann zu Hause gegen Karlsruhe gespielt, aber im Wildparkstadion einfach noch nie gespielt. Deswegen, das war so früher als Jugendspieler einfach meine Heimat auch, mein Stadion sozusagen. Also es wäre schon auch ein besonderes Spiel für mich. Viele Freunde kommen, Familie kommen. Deswegen ist das schon sehr schön. Du bist ja da in der Nähe geboren. Ich glaube, genau. Von Rastatt sind es gerade mal 20 Kilometer entfernt vom Wildparkstadion. Ne? Also wird voll sein da. Und hast noch so, konnte auch noch was finden. Es gab auch noch das Jahr 2005. Und ein Highlight für jedes Kind sozusagen, wenn man einmal mit den Profis auflaufen darf. Und wie man diesen Bericht da entnehmen kann, du warst Auflaufkind. War ich da dabei, genau. Ne? Und ich kann nicht mal mehr sagen, mit wem ich aufgelaufen bin. Aber und ich habe extra mir die Mannschaft nochmal angeguckt und da war Kai Oswald mit bei und Gottfried Adobe. Wir sind aber mit den Gegnern eingelaufen, glaube ich sogar. Okay, dann ist sowieso egal, weil die beiden, Kai Oswald und Gottfried Adobe, waren ja auch hier bei Hansa unterwegs. Das wäre jetzt, für die Sendung wäre es perfekt so gewesen. Ich bin mit dem Gegner mit eingelaufen, glaube ich, und ich weiß nicht mal mehr, wer es war. Okay. Also. Da steht auch, ein Jahr lang waren die Verhandlungen sozusagen, dass ihr mal mit auflaufen durftet. Also für alle Kindermannschaften hier in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ihr mit Nico Rieble und dem FC Hansa mal auflaufen wollt, bei uns koordiniert das Axel Schulz, eine E-Mail an ihn und dann kann er vielleicht mal nachgucken, ob es in irgendeinem der nächsten Heimspiele, ob da noch eine Möglichkeit besteht. Also da könnt ihr auch anfragen, weil es ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, weil alle kleinen Jungs erinnern sich noch, dass sie mal irgendwie, wie sie da aufgelaufen sind. Ne? Also klar, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Okay. Als Highlight darf man ja auch nicht vergessen, der Trainer Ralf Wolf Hernandez ist auch da und ich habe nur ein bisschen länger mit ihm telefoniert. So wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ich garantiere dir, der schafft das auf den Rasen, auf dem Platz, bis zu dir dringt der vor da. Ne? Würde mich sehr freuen. Ja. Und ich kann dir nur empfehlen, du solltest am besten treffen und am besten siegen, weil sonst dreht er dann mit kann ich eine extra Runde noch auf dem Fahrrad. Also du siehst, der ist ziemlich fit. Ne? Und und du kannst ihm sagen, hier ist mein erster Treffer jetzt, weil du hier bist da. Ne? Stichwort siegen. Wird die Mannschaft dann alles dafür tun, dort zu siegen? Oder wird es doch ein gemütlicher Sommerfußball werden? Nein, wir werden alles dafür tun. Wir wollen jetzt auch mal wieder gewinnen. Das ist einfach sehr wichtig auch für uns. Und wir werden alles geben, dass wir da die 3 Punkte mitnehmen. Weil es ist auch so, das, glaube ich, erwarten auch die Fans, also so ein bisschen sanft vor sich her spielen, wie ab und zu mal eine Halbzeit in seltenen Fällen, wie wir gesehen haben, das gefällt den meisten dann nicht so. Ne? Klar, wir machen das ja auch nicht mit Absicht, also wir werden schon Vollgas geben und da wird uns der Trainer auch gut drauf einstimmen. Das glaube ich auch, dass er das macht. Ja, und auf einen Sieg, da hoffen wir ja nur alle, wobei, stimmt nicht alle. Zeig das mal hier, weil wir haben heute angekommen, Post aus Kuppenheim bekommen. Ich zeig das nochmal hier in die Kamera. Und der Presseverantwortliche war mir ja bis eben auch super sympathisch. Das aktuelle Stadionheft übrigens, also falls du Zeit findest, kannst du auch noch mal da vorbeigucken. Und er hat noch eine Widmung draufgeschrieben. Viele Grüße und viel Erfolg aus dem Murktal. Hat aber hier ein kleines Sternchen gemacht. Außer gegen den KSC. Ja. Also insofern sind wir diesmal nicht einer Meinung da mit bei. Hier aber alle Informationen aus Kuppenheim mit bei. Und das sollte ich dir dann heute sozusagen mit überreichen. Und er sagt, also sie haben dich nicht vergessen und werden sich sicherlich auch freuen, dass du sie auch nicht vergessen hast da. Nico, vielen Dank, dass du dir zu später Stunde noch so ausführlich Zeit genommen hast für unsere Fans. Wir wünschen dir und der Mannschaft eine erfolgreiche Kaperfahrt nach Karlsruhe und vielleicht ja mit dem ersten Tor von dir. Also vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, sehr gerne. Das war Hansa Intim heute mit Nico Maradona Rieble. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn ihr das Hansa Fanradio oder Hansa TV unterstützen möchtet,
zum Beispiel als Sponsor von Hansa Intim, hier unten eingeblendet. Eine kurze E-Mail an unsere Pressesprecherin Marit Scholz genügt. Vielen Dank und bis bald von dieser Stelle. Ahoi!